Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es soll heute um Goodreads-Bewertungen gehen und vor allen Dingen darum, welche Bücher, die ich schon gelesen habe, am besten auf Goodreads bewertet wurden und ob sich das mit meiner Meinung deckt. Ich habe das Video das erste Mal bei der lieben Ruth von Zwischen 1000 Zeilen gesehen und mir war sofort klar, das will ich auch drehen. Das finde ich total interessant und spannend, zu gucken, welche Bücher, die ich schon gelesen habe, wie bewertet wurden, die Top 10. Wenn ihr Bock auf die Flop 10 habt, dann gebt dem Video mal einen Daumen hoch. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend, sich das anzugucken. Sie hat eben geschaut, welche ihre gelesenen Bücher auf Goodreads welche Bewertung haben. Auf Goodreads bewertet man ja nach Sternen 1 bis 5. 5 ist die volle Sterneanzahl, die man vergeben kann. Dann habe ich das Video auch noch bei Expecto Booktronum gesehen. Die hat das nämlich auch gedreht. Und ich denke mal, mittlerweile haben vielleicht ein paar andere das auch aufgenommen. Ich verlinke euch die beiden Mädels auf jeden Fall hier unten. Und wer jetzt Lust hat, das auch zu machen, wer eben bei Goodreads ein Konto hat und dort seine Bücher trackt, der kann ja mal vorbeischauen. Und mich würde sehr interessieren, schreibt das mal in die Kommentare, welches eurer Bücher, die ihr gelesen habt, am besten bewertet wurde. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass es sehr gute Bücher sind. Aber ich habe dafür auch noch einen gewissen Rahmen geschaffen. Denn wenn ein Buch nur eine Bewertung hat und derjenige mit 5 bewertet hat, derjenige vielleicht ein guter Freund des Autors war, dann ist es ja nicht so aussagekräftig. Also ich hatte mir vorgenommen, dass ich nur bei den Büchern diese Bücher aufnehme, die mindestens 50 Bewertungen haben. Weil 50 finde ich ist schon ordentlich. Es gibt auch Bücher, werdet ihr sehen, die haben Millionen Bewertungen. Aber 50, da dachte ich mir, das ist schon eine ganz gute Menge, um eben zu sehen, wie die Leute das bewertet haben. Ich habe insgesamt 310 gelesene Bücher bei Goodreads getrackt. Ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe. 2016 vielleicht? 17? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 310 gelesene Bücher, das ist ja schon mal eine große Auswahl und da zu gucken, was die Top 10 der Bewertungen sagt. Und das Schöne bei Goodreads ist, dass die Bücher alle zusammengefasst werden. Also wenn ein Buch in mehreren Sprachen veröffentlicht wird, dann wird das als Edition angesehen. Es gibt zum Beispiel Bücher, die haben 100 Editionen, weil es nochmal eine Neuauflage gab, ein anderer Verlag das nochmal aufgelegt hat, als Hörbuch, als gebundenes Buch, als Taschenbuch und so weiter, verschiedene Sprachen. Das wird alles zusammengefasst, das heißt, man hat wirklich sehr, sehr viele Bewertungen. Wenn dieses Buch eben weltweit verlegt wurde oder in verschiedenen Sprachen, ist das nicht nochmal getrennt. Das heißt, wenn ich das auf Deutsch gelesen habe, fließen die Bewertungen von englischsprachigen Lesern da auch mit ein und so weiter. Also nur zur Erklärung, wer bei Goodreads nicht unterwegs ist, das ist quasi so ein Social Media für Buchnerds. Man kann da Rezensionen veröffentlichen, man kann, also was ich sehr gerne mache, einfach seine Bücher dort katalogisieren. Ich weiß dort immer, wie hoch mein Sub zum Beispiel ist, da habe ich ein Bücherregal. Ich kann die sortieren, nach Genre habe ich nicht sortiert, aber ja, man kann verschiedene Bücherregale erstellen, um seine Bücher selber zu sortieren. Ich mag Statistiken, deswegen ist Goodreads auch ganz toll für mich. Und ja, fangen wir mal an. Ich fange von hinten an, Platz 10, und dann arbeiten wir uns hoch bis Platz Nummer 1, dem bestbewertetsten Buch auf Goodreads, was ich auch gelesen habe. Platz Nummer 10 hat eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,51 bekommen. Und ich habe das Buch mit 5 Sternen bewertet, das heißt, ich bin auch daran beteiligt, dass das so eine hohe Bewertung hat. Und insgesamt haben über 21.000 Menschen dieses Buch bei Goodreads bewertet. Und es ist Rick Riordan, Percy Jackson, Die letzte Göttin. Das ist der letzte Band, Band 5 der Percy Jackson-Reihe. Und genau dieser Band hat eben die 4,51 Sterne im Durchschnitt bekommen. Und ich muss euch nicht viel dazu sagen. Ihr wisst, ich liebe Percy Jackson, ich liebe die Geschichte, die Rick Riordan hier geschaffen hat. Und deswegen habe ich der gesamten Reihe, ich glaube, jedem Band 5 Sterne bekommen. Ich habe auch eine Rezension damals zum ersten Band veröffentlicht. Ich habe den Schuber noch hier, der steht in der gleichen Etage wie Harry Potter und Nevermore. Also ich gehe da sehr einher, dass dieses Buch mindestens die 4,51 Sterne verdient hat, die es auch im Schnitt bekommen hat. Zum Thema Reihen hat Ruth was sehr Spannendes gesagt, was logisch ist. Denn ganz oft in Reihen sind mittlere oder die letzten Bände am besten im Durchschnitt bewertet als der erste Band. Und da denkt man sich, das ist ja aber komisch, relativ, es kommt ja schon öfter mal vor, dass Band 1 richtig toll ist und es dann ein bisschen abflacht. Jetzt bei Percy Jackson war das für mich nicht der Fall, ich fand den finalen Band auch richtig toll. Aber was Ruth gesagt hat, und das ist logisch, ist, dass die wenigsten Leute, die den ersten Band schlecht fanden und sagen wir mal mit 2 Sternen bewerten, dass die überhaupt weiterlesen. Das heißt, je weiter man die Reihe verfolgt, je mehr sind es Fans dieser Reihe. Wer kommt denn bitte bis zum 5. Band einer Reihe, es zu lesen und zu bewerten, wenn er die anderen 4 Bände total grottig fand? Also, und dann habe ich eben mal geschaut, bei Percy Jackson ist es so, dass Band 1
hat eine Bewertung von 4,25, was immer noch sehr, sehr gut ist. Aber dort sind einfach mal 1,8 Millionen Bewertungen eingeflossen und eben nicht nur 21.000. Also 21.000 sind da noch übrig geblieben, die die komplette Reihe gelesen haben. Und das muss man dazu wissen, denn ich habe hier ein paar Reihen dabei, wo oft der letzte Band als bestes vom Durchschnitt her bewertet ist, was aber eben daran liegt, dass nicht mehr so viele Bewertungen eingeflossen sind. Und Platz Nummer 9 ist auch ein Teil einer Reihe, allerdings eine Reihe, die noch nicht vollendet ist und mehr oder weniger noch am Anfang steht, denn es sollen auch sehr viele Bücher werden. Und auch dieses Buch ist übrigens, es teilt sich eigentlich Platz 9. Eigentlich ist Rick Riordan Platz 9, denn auch dieses Buch hat 4,51 Sterne im Durchschnitt. Ich habe dem 5 Sterne gegeben. Ich habe auch dem ersten Band 5 Sterne gegeben. Und von den Bewertungen her sind es 12.500 Bewertungen, was schon richtig gut ist für den zweiten Band. Wir erinnern uns, der letzte Percy Jackson Band hat nur 21.000 und der ist ja schon ein bisschen älter. Und Band 1 dieser Reihe hat eine 4,38 bekommen, also auch über 4, auch sehr gut, mit 26.000 Bewertungen. So, weiß jemand, um welches Buch es sich dreht? Schade, dass es relativ weit hinten gelandet ist, aber ich bin froh, dass es überhaupt unter den Top 10 ist. Es ist von Jessica Thompson, Wondersmith, der zweite Band der Nevermore-Reihe. Und ich habe es natürlich auch mit 5 Sternen bewertet. Ich liebe, 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 liebe die Reihe. Ach so, bei Percy Jackson habe ich gar nicht gesagt, worum es geht. Die meisten werden es kennen. Es geht um einen Halbgott der griechischen Mythologie. Es ist Urban Fantasy. Percy Jackson erfährt, dass er ein Halbgott ist und erlebt ein Abenteuer. So, schnell zusammengefasst. Bei Nevermore, bei der Welt von Nevermore, noch unvollendet, der dritte Band kommt dieses Jahr raus und ich freue mich wahnsinnig, geht es um eine fabelhafte Fantasy-Welt, um Morgan Crow, die ein verfluchtes Kind ist, denn sie wird an allem Unglück ihrer Stadt, ihrer Gegend dafür verantwortlich gemacht, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren ist und sie muss auch an dem 11. Geburtstag sterben, das weiß sie, also es fängt schon sehr tragisch an. Aber sie wird gerettet von Jupiter North, der bringt sie nach Nevermore. Dort wird sie Aufgaben erfüllen müssen, um in die wundersame Gesellschaft aufgenommen zu werden. Und in Band 2 gehen die Abenteuer um Morgan Crow weiter. Es gibt einen großen Bösen. Vom Schema her ist es bekannt, aber es ist so viel mehr. Und ich liebe die Welt, ich liebe Jessica Townsend. Sie hat da was Tolles geschaffen. Da steckt einfach so viel Fantasie und so viel tolle Sachen drin und auch, ich weiß, diese Harry Potter Geschichte, das hören viele nicht gerne, für mich ist es aber das Harry Potter Gefühl. Ich habe Band 1 gelesen, gehört, Band 2 gelesen und ich freue mich riesig auf Band 3. Von daher, Labarababa, die Rezension zu Band 1 habe ich auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, veröffentlicht. Verlinke ich auch unten in der Infobox, da findet ihr auch alle Bücher zum Nachlesen. Schön, dass dieses Buch auch hier in den Top 10 gelandet ist bei Goodreads. Platz 8, das muss ich euch einblenden, denn das habe ich auf dem Kindle gelesen. Und zwar ist es von Gesa Neitzel, Frühstück mit Elefanten. Und das hat eine Bewertung von 4,54 bekommen, von mir auch 5 Sterne. Und es sind 486 Bewertungen. Natürlich ist es ein deutsches Buch oder von einer deutschen Autorin und sagt sicherlich nicht jedem zu, das Thema. Aber Gesa Neitzel ist eine wahre Geschichte. Und zwar über Gesa, die in Berlin gelebt hat und dann raus ist und ein Abenteuer erlebt hat, indem sie in Afrika die Ausbildung zur Rangerin gemacht hat. Und darüber berichtet sie in dem ersten Buch. Sie hat noch ein weiteres Buch geschrieben, denn Gesa Neitzel arbeitet auch immer noch als Rangerin in Afrika und ist eine super inspirierende Frau und ganz tolle Persönlichkeit, die ich super spannend fand und eben auch diese Ranger-Ausbildung ganz toll, wie sie die Natur beschreibt, die Tiere, was sie dort lernt, wie es ihr ergeht. Das ist nicht so einfach, wie manche sich das vorstellen. Also ich habe mir das nicht einfach vorgestellt, aber es ist noch härter, als ich gedacht habe. Und es ist wirklich ein tolles Buch mit ganz vielen tollen Aussagen. Und ihr zweites Buch, Wonderful Wild, glaube ich, würde ich auch gerne lesen. Ihr wisst, der Sub. Aber ja, es freut mich, dass Gesa Neitzel hier in dieser Reihe mit auftaucht, auf Platz 8. Aber wie gesagt, ich habe dem Ganzen ja auch 5 Sterne gegeben. Und schon mal ein kleines Sneak Peek, es gibt nur ein Buch, was ich schlechter bewertet habe als der Durchschnitt. Aber das kommt noch. Weiter oben auf den Plätzen allerdings. Platz Nummer 7, auch das blende ich euch ein, denn ich habe es als Hörbuch gehört, hat 4,55 Sterne im Durchschnitt bekommen. Ich habe dem auch 5 Sterne gegeben. Und sagenhafte 430.000 Menschen haben es auf Goodreads bewertet, weltweit. Denn ich spreche von der Biografie von Michelle Obama, Becoming. Und ich war sehr begeistert davon. Ich fand sie super sympathisch. Ich fand, das war ein Hörbuch, ein Buch, was man sehr gut lesen oder hören konnte, was man gut verstehen konnte, was menschlich, authentisch war, angenehm zu hören, super interessant, neuzeitliche Geschichte. Also da steckt einfach ganz, ganz viel drin.
Ich finde die Frau extrem sympathisch und in dem Buch ist sie mir weiterhin auch sympathisch geworden und berechtigt auf Platz 7 meiner Meinung nach mit 4,55 im Schnitt Michelle Obama mit Becoming. Platz 6 und 5, die teilen sich die Plätze. Ich fange mal mit 6 an. Und zwar 4,57 Sterne haben beide Bücher im Schnitt bekommen. Das erste, was ich euch zeige auf diesem Platz, hat allerdings sage und schreibe 2,6 Millionen Sternebewertung. Das ist der dritte Band einer Reihe. Liegt aber daran, dass ich aktuell nur bis zum dritten Band gelesen habe. Reread it. Und viele werden jetzt vielleicht wissen, worum es geht. Ich gebe noch ein paar mehr Hinweise. Die Reihe hat 7 Bände. Band 7, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob Band 7 die besten Bewertungen hat, aber es könnte sein. Ich glaube ja. Ich glaube, bei Ruth ist es auch aufgetaucht, aber Band 7 habe ich hier noch nicht im Schrank und auch noch nicht rereadet. Band 1 hat 4,47 als Bewertung bekommen, was ja von 4,57 auch nicht weit weg ist. Und ich habe bei den Reihen immer den bestbewertetsten Band genommen, denn sonst hätte diese Reihe einfach meine Top 10 gesprengt und ich hätte nur darüber gesprochen. Band 1 wurde 6,6 Millionen Mal bewertet. Und ich weiß nicht, ob es das Buch ist mit den meisten Bewertungen auf Goodreads. Da müsste ich nochmal schauen, ob man das irgendwie rausfindet. Gut, viele werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, um welches Buch es sich handelt oder um welche Reihe. Es ist Harry Potter J.K. Rowling und ich habe Band 3 ja gerade erst rereadet. Deswegen sind die anderen Bände bei Goodreads noch nicht aufgetaucht, sondern nur auf meinem Sub. Und absolut verdient. Die Geschichte um Harry Potter, den Zauberlehrling, der ja am Anfang erfährt, dass er ein Zauberer ist und nach Hogwarts zu der Zauberschule kommt, Freunde trifft, Gefahren bestehen muss, Abenteuer erlebt. Es ist eine fantastische Welt, zu Recht gehypt. Ich kann niemanden verstehen, der das nicht mag. Aber ja, ich mag auch meine Ausgaben sehr gerne. Ich freue mich da im Sommer mit Carly und Ruth weiterzulesen, denn wir haben den dritten Band zusammen gelesen. Also auf Platz 6 oder 5, je nachdem, wie man sehen will, in der Mitte Harry Potter. Eigentlich gehört er noch weiter oben, aber ein Buch, was so oft gelesen wurde, natürlich sind da auch Leute, die es doof finden. Und die bewerten dann vielleicht besonders schlecht, weil es so ein gehyptes Buch ist. Ich weiß es nicht. Also Platz 5. Doch, Platz 5 und 6 mit 5 Sternen. Und eben 4,57 als Durchschnittsbewertung. Harry Potter. Das nächste Buch muss ich euch auch einblenden, denn das habe ich auf dem Kindle gelesen. Und das war erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Letztes Jahr wurde es auch sehr gehypt. Und bei den anderen beiden Mädels, die ich euch schon vorgestellt habe, die dieses Format schon gedreht haben, ist es auch aufgetaucht. Relativ weit vorne. Mit 4,57 Durchschnittsbewertung. Genauso wie Harry Potter eben. Ich habe 5 Sterne vergeben und auch wahnsinnigen 620.000 Bewertungen auf Goodreads. Ist es von Christine Hannah, die Nachtigall. Und es spielt im Zweiten Weltkrieg. Es geht um ein französisches Schwesternpaar, Vianne und ich weiß die andere nicht mehr. Eine davon ist auf jeden Fall in der Resistance. Sie kämpft gegen die Nazis, gegen Unterdrückung und all das. Und die andere kämpft auch, aber auf ihre Art und Weise. Sie hat ein Kind, eins, zwei. Sie ist eine Mutter. Die beiden sind sehr unterschiedlich, kämpfen aber auf ihre Art und Weise gegen diese ganzen schlimmen Sachen, die da passiert sind. Und es ist ein sehr eindrückliches Buch. Es hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Es war sehr fesselnd, es war toll geschrieben. Ich denke, also ich weiß noch vieles aus diesem Buch, viele Details, die mir so ja, eindrücklich gewesen sind, die einfach sich in mein Hirn gebrannt haben beim Lesen. Und es ist ein ganz tolles Buch, sehr emotional, einfach eine tolle Geschichte, tollen Anführungszeichen. Also es ist eine grausame Geschichte auch, aber richtig, richtig gut und sehr verdient auf diesem Platz. Platz Nummer 4, wir nähern uns den Top 3 mit 4,61 Durchschnittsbewertung. Allerdings auch nur 70 Bewertungen, was euch schon mal einen Hinweis darauf gibt, dass es ein Buch einer deutschen Autorin ist und auch nur in Deutschland verkauft wurde und aber noch recht neu ist. Deswegen auch bis jetzt nur 70. Ich glaube, das steigt nochmal weiter. Es ist dieses Jahr erst rausgekommen. Es ist von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Es ist keine fiktive Geschichte. Es ist so viel mehr, als nur der Titel vermuten lässt. Es ist Maike Winnemuth, bin im Garten. Tada! Dazu gibt es eine Einzelrätsel. Ich habe dieses Buch geliebt, gefeiert. Ihr seht die Markierung. Maike Winnemuth ist Journalistin. Ich liebe sie sehr. Sie hat eins meiner Lieblingsbücher geschrieben, Das große Los, wo sie eine Weltreise gemacht hat. Und hier schreibt sie über ihr Projekt, ihr Abenteuer, ein Jahr lang in ihrem Kleingarten zu leben und dort zu gärtnern, sich von den Dingen zu ernähren, die es dort gibt. Natürlich kauft sie auch andere Lebensmittel. Man kann sich nicht nur von so einem Garten ernähren. Darüber schreibt sie auch.
Es geht eben um das Jahr, es ist als Tagebuch geschrieben, es ist ganz toll aufgemacht mit schönen Bildern und Zeichnungen und überhaupt. Jetzt habt ihr gar nicht so viele Bilder gesehen, macht ja auch nichts, könnt ihr im Buchladen mal selber reinschauen. Ich habe das jetzt einmal meiner Mutter zum Muttertag geschenkt. Wenn das Video online geht, ist, glaube ich, Muttertag schon vorbei. Ich habe es einer Kollegin geschenkt, ich habe es anderen empfohlen. Also ich verbreite dieses Buch, weil es einfach so toll ist, weil es eben auch für Leute toll ist, die nicht gärtnern. Ich bin absolut kein Gärtner, ich habe so ein paar Pflanzen und finde das auch ganz cool mittlerweile und erfreue mich daran und beschäftige mich minimal damit, aber ich bin weit weg von einem Pflanzenliebhaber oder einem Gärtner. Also mein Balkon, aber auch da sind gar nicht so viele Pflanzen. Aber ich weiß, dass Maike Winnemuth könnte auch ein Telefonbuch schreiben, ich würde es lesen, weil sie einfach so viele Themen dort anspricht und Bezug nimmt, eben auch auf den Garten. Und es einfach so lustig ist, weil sie am Anfang auch überhaupt keinen Plan hat und einfach mal macht und so viele tolle Ansichten hat. Also ich sitze vor ihren Büchern und mache mal den hier und nicke und denke mir, ja, genau so ist es. Ja, stimmt. Ja, stimme ich dir zu und gibt so viele Denkanstöße. Also, ja, ich möchte jetzt hier das Video nicht ausufern lassen. Kommen wir zu den Top 3. Also dieses Buch ist definitiv, und da freue ich mich, dass es hiermit aufgelistet ist, dass es auch so viele von den 70 Leuten, so vielen so gut gefallen hat, dass sie eben diese Durchschnittsbewertung bekommen hat auf Goodreads. Platz Nummer 3 hat auch nur in Anführungszeichen 646 Bewertungen auf Goodreads. Ist auch von einer deutschen Autorin, auch einer meiner Lieblingsautorinnen. Und es hat 4,64 Sterne im Durchschnitt bekommen. Ich habe dir 5 gegeben und ich habe es auch dieses Jahr gelesen in einer Leserunde. Und ich greife mal nach rechts. Es ist von Anne Freitag ein Buch. Nicht weg und nicht da. Und hier ist so ein Fettfleck. Geht weg. ein wunderschönes Cover. Ein wunderschön emotionales Buch. Ach, Anne Freitag haut mich immer wieder weg. Also es ist echt, es ist auch kein dünnes Buch, aber ist recht groß geschrieben und es gibt auch so tolle Zeichnungen. Und ihr seht schon, ich habe mir auch hier diese ganzen Markierungen gemacht mit tollen Stellen. Es gibt eine Einzelrätsel dazu, die verlinke ich euch, wenn euch das näher brennend interessiert. Und es geht hier um Jakob und Luise. Und hier ist jetzt mal so ein Sofa, aber es gibt noch andere schöne Zeichnungen. Und Luise hat ihren Bruder verloren, der hat sich umgebracht. Hatte ein psychisches Problem, was hier dann auch noch beleuchtet wird. Und sie trifft auf Jakob und auch der hat so sein Päckchen zu tragen, was, das erfahren wir noch. Und wie die beiden miteinander sich bekannt machen, eine Freundschaft, Liebe entsteht, das lest ihr in diesem Buch auf diese wunderbare Anne-Freitag-Art. Ja, also es ist ein Buch, bei dem ich auch weinen musste. Ein sehr emotionales Buch. In der Leserunde mit Christinchen und Sarah-Sophie haben wir uns sehr, sehr viel ausgetauscht. Das war eine ganz tolle Leserunde. Und es ist uns sehr ans Herz gegangen. Ich glaube, wir haben alle 5 Sterne vergeben. Also ja, ist es definitiv zu Recht auf Platz 3 dieser Top 10 Goodreads Bewertungsliste. Und kommen wir jetzt zu dem Buch, was ich euch nicht mehr zeigen kann, denn ich hatte es als gebundenes Buch. Es ist bei mir aber wieder ausgezogen. Und wo ich der Bewertung bei Goodreads nicht zustimme, tatsächlich, es ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich es gelesen habe, würde ich meine Sternebewertung sogar im Nachhinein noch ein bisschen runterkorrigieren, weil ich mittlerweile noch ein bisschen strenger bin, damit ich nicht nur 5- und 4-Sterne-Bücher habe. Dieses Buch hat sage und schreibe 276.000 Bewertungen. Ich habe dem damals knapp 4 Sterne gegeben. Heute, mit der heutigen Maßgabe, würde ich, glaube ich, auch nur 3 Sterne vergeben. Es hat aber bei Goodreads im Schnitt 4,65 Sterne bekommen, was echt gut ist. Und ich vermute mal, Band 3 dieser Reihe hat vielleicht sogar eine noch bessere Bewertung bekommen, aber ich habe Band 3 nicht mehr gelesen. Es ist von Sarah J. Maas, Reich der 7 Höfe, Band 2, Flammen und Finsternis. Und ich kann euch nicht mehr viel zu diesem Buch sagen. Das spricht nicht für das Buch. Es geht im ersten Band um Farah, die auf der Jagd ist. Also es ist ein High-Fantasy-Roman. Und dann ist sie, ich glaube, das Reich der Fae und das Reich der Menschen ist getrennt. Und sie auf der Jagd erschießt sie einen Fae aus Versehen. Und dann muss sie da an den Hof. Und dann ist es so ein bisschen Schön und das Biest-Adaption am Anfang. Das ist von der Grundgeschichte, also nicht wirklich, aber ne, so ein bisschen. Und dann kommt sie in diese Fae-Welt und dann passieren Dinge. Ich weiß echt nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass
dass ich Probleme mit dem ersten Band hatte, dass mir aber die letzten 100 Seiten wahnsinnig gut gefallen haben. Vielleicht 150. Das war super spannend. Ich war dann voll drin und dachte, okay, jetzt wird es richtig gut. Dann war das Buch zu Ende. Dann habe ich Band 2 gelesen und da fing es wieder langweilig an. Und dieses Hin und Her, es war mir, also ich kann den Hype nicht nachvollziehen, aber ich bin auch einfach kein High-Fantasy-Leser, das weiß ich mittlerweile. Und auch beim zweiten Band ist es so, dass das Ende, ich weiß nicht mehr, wie es ging, aber ich weiß, dass das Ende fand ich auch wieder sehr gut, die letzten 50, 60 Seiten. Ich hatte das dritte Buch tatsächlich auch schon hier, das hatte ich mir mal gewünscht und auch bekommen, weil die Bücher auch wunderschön sind. Aber ich habe es irgendwann ausziehen lassen, weil ich keine Lust hatte, Band 3 zu lesen. Weil ich dachte, es wird wieder so sein, dass ich mich durch 500, 600 Seiten quälen muss, bevor es am Ende spannend ist, meiner Meinung nach. So fand ich halt Band 1 und 2. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die diese Reihe lieben. Ihr müsst jetzt keinen Daumen runtergeben, nur weil ich die doof fand. Aber ja, also viele lieben sie ja. 4,65 in der Durchschnittsbewertung bei 276.000 spricht für die Reihe, aber es war nicht meins. So what? Platz 1. Kommen wir zu Platz 1. Und da freue ich mich sehr rüber, denn das ist ein absolutes Highlight-Buch dieses Jahr gewesen. Habe ich auch in einer Leserunde gelesen. Liebe Grüße an dich, Anja, und an deine Freundin, der Name ist Nadine? Jasmin? Wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Dreier-WhatsApp-Gesprächsrunde zu diesem Buch und es war göttlich. Ich habe es geliebt. Es war mein erstes Buch der Autorin. Im Mai habe ich sehr viel anderes von der Autorin noch gelesen. Sie schreibt unter Pseudonym, dieses hat sie aber unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht. Es hat nur 59 Bewertungen, muss ich dazu sagen, weil es noch sehr neu ist und eben im deutschsprachigen Raum nur verlegt. Aber ich habe 5 Sterne plus gegeben. 4,8 ist die Bewertung. Und ich finde, bei 59 Meinungen ist eine 4,8 im Durchschnitt schon echt gut. Also wirklich. Für mich verdient auf Platz 1, absolut, wenn ihr es sehen werdet. Es gibt eine Einzelrätsel dazu, auch die verlinke ich euch. Und zwar ist es von Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Wuhup. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich werde es in den nächsten Jahren sicherlich nochmal rereaden. Ich habe es ja dieses Jahr aber erst gelesen. Es geht um Carla und Frau Kaiser, Ellie Kaiser. Die Ellie Kaiser ist eine Altenheimbewohnerin, eine rüstige Rentnerin und sie erpresst Carla, die dort als Pflegehelferin arbeitet, würde ich es mal nennen. Sie ist keine Krankenschwester, sondern Pflegehelferin. Ellie erpresst Carla. Sie hat was in der Hand gegen sie. Ich sag nicht was, aber das ist alleine schon witzig. Und dann machen sie einen Roadtrip. Ellie möchte irgendwo hin und möchte etwas aus ihrer Vergangenheit klarstellen. Oder möchte da was machen. Ich muss es kryptisch machen. Wenn euch das näher interessiert, schaut euch die Rätsel an. Aber sie machen dann einen Roadtrip und das ist einfach, es ist so ein tolles Buch auf jeder Seite. Es ist lustig, es ist emotional, es ist mit so viel Humor und Sachen gespickt, die mich einfach glücklich gemacht haben beim Lesen. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist kein dünnes Buch, aber es macht so viel Spaß. Man fliegt durch die Seiten. Es ist, ich habe es einem Kollegen ausgeliehen. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, warum da so ein Poster drin ist, wo steht viel Spaß beim Lachen und Weinen. Der hat es auch schon in einer Nacht durchgelesen. Ist aber auch immer schnell beim Lesen. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Es ist ein Tränenbuch auch. Vor Rührung, Emotionalität. Es springt in den Zeitzonen, was mir gut gefallen hat. Wir springen in die Vergangenheit, als Ellie bei den Olympischen Sommerspielen in Melbourne 1956 ist. Und das hat auch irgendwie was mit der Geschichte jetzt so zu tun. Nicht irgendwie, es hat was damit zu tun. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe es sehr gefeiert und ich habe Adriana Popescu damit in den Olymp meiner Autorin aufsteigen lassen, mit ihrem ersten Buch tatsächlich. Und wie gesagt, wenn das Video online geht, habe ich noch weitere Bücher, denke ich, von ihr schon gelesen im Mai. Und I love her. Ich mag sie auch gerne auf Instagram, auf YouTube ist sie aktiv. Sie ist jemand, der immer antwortet, die super nahbar ist für die Fans, in Anführungszeichen. Und ich habe da schon diverse Fangirl-Momente mit ihr gehabt. Und ja, eine ganz tolle Frau, eine tolle Autorin. Und ein grandioses Buch und ein toller erster Platz, wie ich finde. Das waren also meine Top 10 der besten Goodreads-Bewertungen. Ich bin sehr zufrieden damit. Es deckt sich bis auf ein Buch eigentlich ziemlich mit meiner Meinung, was ich gut finde. Hätte ja natürlich auch eine Überraschung dabei sein können, ein Buch, was ich ganz schlecht bewertet habe. Aber offenbar ist meine Meinung schon relativ Mainstream. Macht aber nichts. Zumindest kann ich dann schauen, wenn ich bei einem Buch unsicher bin, ob ich es lesen möchte, schaue ich auch oft bei den Goodreads-Bewertungen, wie viele das schon gelesen haben und wenn da wirklich eine 3,2 oder so steht, kann man davon ausgehen, dass das Buch nicht sonderlich gut ist. Aber das ist eine andere Sache.
Wie gesagt, Daumen hoch, wenn ihr das mit den Top, mit den Flops auch noch sehen wollt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Und wie am Anfang schon gesagt, schreibt mir mal unten rein, welches bestbewertetste Buch ihr schon gelesen habt. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Alle Infos in der Infobox. Bis dann!